Hallo und willkommen auf dem Minimalistischen Marketing Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn deine Selbstständigkeit mehr als nur ein Hobby ist und du gerne dein Marketing minimieren, fokussieren möchtest, um deinen Umsatz zu maximieren. Ich bin Aline Pelzer, die Gründerin der Minimalistischen Marketing Community und lade mir hier regelmäßig Experten und Expertinnen ein, die mit dir ihr Wissen teilen. Gleichzeitig teile ich ehrlich mit dir meine Erkenntnisse in meiner Selbstständigkeit und verrate dir, was mir geholfen hat zu wachsen und was hingegen pure Zeitverschwendung war. Und das alles ohne Chaka-Chaka oder Schnellschusslösungen, sondern mit ehrlichem, handfestem Marketing. So, heute möchte ich mit dir über das Thema Jahresplanung sprechen. Und nicht nur das, ich möchte dich auch zur Jahresplanung einladen. Nächste Woche vom 14. bis zum 16. veranstalte ich 3 gratis Workshops zum Thema Jahresplanung. Und dort, ja, planen wir, wie das schon heißt, eine pragmatische Jahresplanung. So, Bingo, ne? Jetzt habe ich genug Jahresplanung gesagt. Aber es ist eine Jahresplanung, die eher pragmatisch einen Blick auf das letzte Jahr wirft. Also was hast du an Umsatz gemacht? Was hast du für Einnahmequellen gehabt? Also was ist gut gelaufen, um dann wiederum an dieser Analyse Ableitungen zu machen für dieses Jahr und natürlich auch daran, deinen Umsatz ja zu steigern oder gewisse Dinge ja zu wiederholen. Sollte hier im Hintergrund ab und zu mal ein Geräusch sein, ja, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin momentan nicht in meinem Homeoffice, sondern in einem anderen Büro. Und ich hoffe, dass du dir die Folge trotzdem anhörst. Gut, das zu dem Thema Jahresplanung. Also es wird eher eine pragmatische, eine handfeste Jahresplanung sein und nicht nur eine, wo wir irgendwie eine Vision entwickeln und wo wir groß träumen und denken. Das finde ich ganz nett, das ist auch schön, das mache ich auch. Aber ich finde auch handfeste Sachen unendlich wichtig, weil die uns letztendlich dabei helfen, wirklich in die Umsetzung zu kommen und auch aus meiner Sicht den Weg deutlich klarer machen als einfach diese reine Visionsentwicklung. Ein bisschen möchte ich dir heute davon halt auch erzählen, beziehungsweise möchte dir hier in dieser Folge ja den Impuls geben, eine Jahresplanung zu machen. Und zwar besteht die aus meiner Sicht zunächst einmal aus einer Reflexion des alten Jahres. Und da kannst du dir jetzt natürlich so überlegen, was ist gut gelaufen 2021 in deinem Marketing, in deiner Selbstständigkeit, was hat dir am meisten Freude bereitet, was waren so diese super Situationen oder was hat dich beflügelt auch hier an der Stelle, was war auch leicht, was ist dir gut gelungen, wofür bist du gegebenenfalls dankbar, ja? Das sind so Sachen, die kannst du dir stellen, die kannst du dich fragen, die kannst du einfach mal reflektieren für dich. Und dann aber auch weitergehen, und zwar jetzt auf die Zahlen, Daten und Fakten. Ja? Welche Investition hat sich denn gelohnt oder in was hast du investiert und was hat sich gelohnt? Welche Marketingstrategie hatte Erfolg? Also beispielsweise, was hat dir Kunden gebracht, was hat dir deine E-Mail-Liste gefüllt, was hat dir vielleicht auch Follower auf den Social-Media-Kanälen eingebracht. Ja? Das sind alles Zahlen, Daten und letztendlich Fakten, die wir auswerten können und wo wir auch gewisse Strömungen erkennen können und nicht einfach nur ins Blaue rumstochern. Ja, meine Güte, was wird denn hier oben krach gemacht? Ich hoffe, du hörst das hier nicht auf der Aufnahme. Und zu guter Letzt auch, was waren deine Lieblingskundinnen? Ich hatte beispielsweise letztes Jahr ganz am Anfang eine Person, mit der habe ich überhaupt nicht gerne zusammengearbeitet und das war wirklich stressig für mich und dann habe ich auch, also das ist sowas, wo ich sage, mit der will ich nicht arbeiten. Auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, oh, mit denen will ich weiterhin arbeiten. Die sind total toll, da habe ich Spaß, da habe ich Freude dran. Und ja, also dementsprechend, überleg dir das mal.
Was gab es für Kennzahlen und was gab es vielleicht auch für, ich meine, was macht eine Lieblingskundin oder Kunden für dich aus? Ne? Was müssen die für Attribute haben? Ich beispielsweise mag das total gerne, wenn sie verbindlich sind, wenn sie zu Terminen erscheinen, wenn sie nicht, wenn sie wissen, wo ihre Verantwortung im Coaching liegt und wo wiederum auch meine Verantwortung im Coaching liegt und nicht irgendwie ihre Verantwortung auf mich überstülpen. Weil ich kann natürlich nicht ein fremdes Business führen an der Stelle. Ich kann nur Weichen stellen, nur Fokus halten und natürlich auch handfeste Tipps geben. Das ist meine Verantwortung. Und frag dich da mal, was dein ist. Auch das gehört natürlich dazu. Was war ein Griff ins Klo? Oder auch ich benutze gerne harte und ehrliche Worte manchmal. Was war auch einfach mal zum Kotzen? Ja, was war scheiße? Was war richtig blöd? Ja, das auch einfach mal niederzuschreiben, das sich auch mal vor Augen zu führen. Ich bin nicht die Person, die meint, man muss immer jede negative Emotion auf Biegen und Brechen direkt in etwas Positives umwandeln oder auch immer wieder die Dankbarkeit oder die Lektion darin sehen. Ich finde, man darf auch einfach mal die Emotion, die jetzt vielleicht als nicht positive so betitelt wird, auch einfach mal stehen lassen, oder? Also auch einfach mal sagen, boah, das fand ich doof und das möchte ich nicht nochmal, dass das so passiert. Und dann weiter, welche Kundin, ich habe es eben schon angesprochen, mit welchen hat es dir keinen Spaß gemacht oder keine Freude bereitet zu arbeiten? Was war da zäh, was war da anstrengend? Ja. Welche Projekte haben dir Zeit, Kraft oder eventuell auch Geld geraubt? Das müssen wir ja auch überlegen. Ne? Nicht alles, was wir machen, ist tatsächlich förderlich und nicht alles, was wir machen, bringt uns das ein, was wir uns erhofft haben. Und es ist auch gar kein Drama, wenn das nicht so läuft, wie wir uns das erhofft haben. Es ist nur aus meiner Sicht ein Drama, wenn wir Fehler reproduzieren. Genau sowas möchten wir bei einer Jahresplanung natürlich nicht. Also wir wollen Fehler nicht reproduzieren, sondern sie nicht nochmal machen und tatsächlich Erfolge reproduzieren. Vielleicht auch hier, was ist dir schwer gefallen und wo hast du prokrastiniert? Also wo hast du Sachen aufgeschoben? Warum hast du sie aufgeschoben? Ist da vielleicht, das könnte letztendlich die Lektion oder der Aha-Moment daraus sein, ist es vielleicht ein Bereich, den du gar nicht mehr abbilden möchtest in deiner Selbstständigkeit, den du vielleicht 2022 gehen lassen möchtest, abschließen möchtest, ja? Das sind alles so Punkte, die können dir hierbei bewusst werden. Und jetzt ist ein nächster Punkt, der jetzt hier mit reinspielt. Wenn du diese Sachen vor Augen hast, wenn du sie dir ausgewertet hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, auch zu überlegen, welche Einnahmequellen hattest du oder wie sah dein Umsatz 2021 aus? Nimm dir bitte da auch wirklich deine Einnahmen und kategorisiere sie mal. Wodurch sind sie entstanden? Durch Weiterempfehlungen, durch einen Launch, den du gemacht hast, durch Newsletter versenden und so weiter und so fort. Finde die Quelle, wo die Kunden zu dir gekommen sind. Ich nehme da gerade auch mal mein Handbuch zur Hand, beziehungsweise mein Notizbuch. Ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben und habe geschaut, okay, ich habe durch meine Membership das und das eingenommen, ich habe Workshops für Unternehmen gegeben und habe das und das eingenommen. Ich habe gelauncht, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Und dadurch hast du eine Übersicht über die Einnahmen und was zu den Einnahmen geführt hat, also was die Quelle der Einnahme war. Und kannst auch schauen, was war am ertragreichsten, also was hat am meisten gebracht. Und da würde ich dir auch empfehlen, dass du dir das kategorisierst, dass du da schaust, okay, wo waren die größten Einnahmen und was aus deiner Sicht, aus deiner
Betrachtung, wo hast du einen direkten Einfluss, was kannst du reproduzieren und was kannst du eventuell auch erhöhen, wenn du an einer Stellschraube drehst. Ich habe beispielsweise auch einen Punkt drin, passives Einkommen. Ja, da habe ich ich habe an so Bundles mitgemacht, ja, wo mehrere Kurse drin waren, und da habe ich dann einmal eine E-Mail an meine Newsletter geschrieben und dann wurde das Bundle gekauft als Beispiel. Das habe ich jetzt nicht in meinen Bereich gepackt, wo ich einen direkten Einfluss habe. Ja, klar. Ich könnte natürlich jetzt an 100 Bundles mit teilnehmen und immer wieder Bundles rausschicken, würde ich nicht machen, weil das würde auf lange Sicht meine Kunden nerven. Und könnte natürlich dadurch mein Einkommen erhöhen, ist aber nicht mein priorisiertes Ziel. Deswegen habe ich das rausgelassen. Deswegen ist das ein Posten, der mir zwar Umsatz gebracht hat in 2021, den ich aber nicht so wirklich für mich steuern kann und auch nicht steuern möchte. Wohingegen beispielsweise das Launchen, auch Weiterempfehlungen, ja, das sind alles Punkte, die kann ich steuern, denn ich kann Launchen, aha, ja, ich kann dafür sorgen, dass beim Launchen viele Workshop-Teilnehmer dabei sind. Das liegt alles in meiner Macht, das liegt alles in meiner Hand, weil ich weiß, wie ich ja meine Launchliste fülle. Ich kann auch, wenn es heißt organisch bzw. über Weiterempfehlungen schauen, wo kann ich auf Podcasts sein, wo kann ich mich mit anderen Selbstständigen verbinden, die eine ähnliche Zielgruppe haben, wo ich aber nicht in direkter Konkurrenz mit ihnen stehe. Das sind alles so Sachen, die kann ich beeinflussen und dementsprechend auch meinen Umsatz natürlich steigern und vorausprognostizieren, dass der sich steigern wird. Ja? Und da würde ich auch bitte dich bitten, dass du da mal drauf schaust und vielleicht auch die drei größten Einnahmequellen festmachst und auch die drei größten oder die Einnahmequellen, wo du am meisten Potenzial siehst, ja? Denn nur so kannst du dein Marketing halt auch steuern. Und als nächstes brauchst du natürlich auch eine Übersicht über deine Zeit und über deine Möglichkeiten, die dir im Jahr übrig bleiben. Okay? Uiuiui, windet es hier. Was meine ich damit? Wir müssen oder wir sollten uns ganz am Anfang des Jahres eine Übersicht verschaffen über die Tage, wo wir nicht Zeit haben, wo wir vielleicht auch verbucht sind, wo wir schon Workshops geben, wo wir vielleicht auch selber Fortbildungen nehmen oder an Fortbildungen teilnehmen und so weiter und so fort. Ja? Also, das ist wichtig, dass wir hier schauen, dass wir wissen, wann haben wir Zeit, wann haben wir auch fürs Launchen Zeit und wann haben wir keine Zeit. Okay? Und da kannst du dir einfach ein ganz normales Kalenderblatt von einem Jahr nehmen und einfach mal schauen, wann hast du keine Zeit, also wann sind Feiertage, wann bist du in Urlaub, wann hast du schon berufliche Verpflichtungen und so weiter und so fort. Und dann siehst du nämlich, dass die Zeit, also dass die Zeit logischerweise kleiner wird, haha, beziehungsweise, was ist das für ein Satz, dass die Zeit kleiner wird, aber dass die Spielräume oder dass die Zeiten, wo du etwas machen kannst, natürlich schrumpfen. Und das es schon Sinn macht, sich vorab zu überlegen, okay, dann launche ich nicht, und das auch vorzubereiten, sodass du nicht aus der Hüfte launchst und dann erwartest, dass das ein wahnsinniger Umsatz wird. Auch wenn das natürlich immer wieder von Marketern so kommuniziert wird, dass man ja eigentlich muss man ja nur dreimal in die Finger schnippen und plötzlich hat man eine Million auf dem Konto. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das mit dem Schnippen hat bei mir noch nicht geklappt. Deswegen an der Stelle schau, dass du wirklich eine Übersicht hast. So, das sind jetzt erstmal meine ersten pragmatischen Hard-Fact-Tipps für dich. Ich möchte dir zusätzlich noch einen Soft-Tipp verraten, beziehungsweise, das kennst du wahrscheinlich schon, das ist das Vision Board. Und nein, ich denke nicht, dass man einfach nur sich ein paar bunte Bildchen aufklebt und schon schwuppdiwupp werden die Wünsche wahr. Ich finde allerdings, dass das Vision Board, wenn man es sehr
strategisch angeht und auch hier sehr klar definiert, was will ich erreichen, was kann ich auch innerhalb eines Jahres erreichen, was ist in meinem Realitätsfeld auch drin, dass es hilft, immer wieder diese Ziele vor Augen zu haben und immer wieder diese sich unterbewusst programmiert, wie man so schön sagt. Das hängt ja viel mit unserem RAS zusammen, das ist ungefähr so, du stehst auf dem Bahnsteig und wir hören alle, wenn wir auf dem Bahnsteig sind, sehr lautes Stimmengewirr und das blendet unser RAS aus, weil es einfach für uns keine wichtigen Informationen beinhaltet. Interessiert mich halt nicht, wenn Hans mit Franz telefoniert und sich über den neuesten Kinofilm unterhält. Interessiert mich nicht. So wird das rausgefiltert. Wenn ich aber irgendwas aufschnappe, beispielsweise meinen Namen oder vielleicht auch irgendwas, was zu meinem Thema passt, ups, da ist mein RAS, das lässt mein RAS durch, diese Information, weil sie für mich hilfreich und nützlich sein könnte. Und genau so hilft dieses Vision Board. Das Vision Board Fokus lässt programmiert unser RAS, sodass wir dann außerhalb oder im Alltag Informationen durchlassen, die genau für diese Ziele hilfreich sind, beziehungsweise für die Erreichung der Ziele. Aus dem Grund empfehle ich dir das Vision Board. Ich werde dir auch nochmal den Blogbeitrag dazu verlinken. Ja, das wäre es hier an der Stelle noch von mir und von dem Thema Vision Board und auch dem Thema Jahresplanung. Falls du noch Tipps und Tricks hast, lass es mich wissen. Pack es gerne hier in den Kommentar. Teil auch den Podcast sehr, sehr gerne, wenn du meinst, dass er jemandem helfen kann. Und sei doch gerne bei der Jahresplanung nächste Woche dabei, falls du es nicht live schaffst. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, die temporär verfügbar ist. Und ja, ich freue mich. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Deine Aline.